Mit einem Turbolader will Quadix seinen Buggy in der Turboliga mitspielen lassen. Zwangsbeatmet erstarkt der 1100er Cherry Vierzylinder von 63 auf 114 PS und die sind gut für eine Menge Fahrspaß. Vor allem auf geschottertem Geläuf lässt sich mit dem 817 Kilo schweren Buggy um die Kurven driften. Für den starken Turbolader sind seine Gänge sehr kurz ausgelegt, sodass der Vortrieb auf der Straße bei 110 km/h endet. Die 100 km/h Marke ist bei beherzter Schaltarbeit nach 10,5 Sekunden erreicht, wobei der Turbo bei jedem Schaltvorgang mit spektakulären Geräuschen vom Druckausgleich auf sich aufmerksam macht. Frage an Jörg Braun: Warum muss man den Turbo Buggy unbedingt haben? Ganz einfach, um Spaß im Gelände zu haben. Und wir haben uns gedacht, mal von 63,5 auf 114 PS aufzurüsten, ist auch nicht ohne. Und einfach mal in der Liga der Turbos mitzuspielen. Zum Vergleich, ein Polaris RZR Turbo schöpft 168 PS aus 925 Kubik und beschleunigt, ohne Schaltarbeit, in 5,5 Sekunden von 0 auf 100. Mit rund 29.000 Euro inklusive deutscher Loftzulassung ist er allerdings 8.000 Euro teurer als der Quadix Buggy, der mit ABS, Servolenkung, zuschaltbarem Allradantrieb und zwei Differentialsperren für 21.000 Euro zu haben ist. Ohne Turbo bietet der Importeur aus Bamberg das Fahrzeug für 15.400 Euro an.